Wow, wir sind jetzt in Paragraph 8, weißt du das? Wir sind in Paragraph 8, StGB 1, Paragraph 8. Aber gut, Kinder, Jugendhilfe, machen wir es kurz und bündig. Junge Menschen, Absatz 1, ne, ganz klar. Eigentlich gibt es doch keinen Absatz, das heißt einfach nur Satz 1 und Satz 2. Es gibt keinen Absatz, okay? Also Satz 1, junge Menschen und Person, bläh, again. Satz 1, junge Menschen und Personen, Sorgeberechtigte haben im Rahmen dieses Gesetzbuchs, ein Recht, Leistungen der öffentlichen Jugendhilfe in Anspruch zu nehmen. Satz 2, sie sollen die Entwicklung junger Menschen fördern und die Erziehung in der Familie unterstützen und ergänzen. Ja, was heißt das jetzt? Naja, junge Menschen, was Kinder und Jugendhilfe? Kinder, das Wort Kinder heißt, weil Babys sind ja von 0 bis 1 Jahre, ne, oder Kleinkinder sind 2 Jahre, und Kinder sind so 5, 6, 7, 8, 9 und dann Jugendliche so bis 17. Ne, bis 17, manchmal sogar 17,5. Ne. Ab 18 ist man natürlich kein Jugendlicher mehr, ne, laut dem Gesetz vom Staat, dem Superheiligen der Tora-Gesetz, so heißt es, wenn du 18 bist, bist du erwachsen. Nee, nicht jeder ist zwar erwachsen, hat bei mir nämlich auch lange gedauert, aber das ist wiederum eine andere Geschichte. Der Satz 1 heißt, dass Menschen ein Anrecht haben auf Jugendhilfe, dieses Gesetzbuch. Es gibt tatsächlich von Kommunen Programme, wo Menschen Hilfe bekommen, vor allem Jugendliche. Die kriegen dann Sozialleistungen gezahlt, oder werden sogar integriert in einen Jugendprogrammhilfe, ne? Schwerziehbare zum Beispiel, oder sture Menschen, oder Menschen, die Hilfe brauchen. Es gibt verschiedene Kategorien da. Und die haben halt diesen Anspruch. Und das ist gut so, dass sie das haben, weil dadurch kann man viele Leute auffangen. Ne? Dieses Programm meistens, so sagt es auch das SGB, soll natürlich helfen zur Entwicklung dieser jungen Menschen, indem man sie dadurch fördert und die Erziehung in der Familie unterstützt und ergänzt. Okay? Es gibt also wirklich, ich war mal bei so einem Heiligen, so Hilfe, also Betreuung von Jugendlichen. Das hat mir sehr Spaß gemacht. Das waren so Kinder zwischen 12 und 17. Ich weiß nicht, ob ich 17 damals war oder 18, ich kann mich da nicht mehr so ganz erinnern, aber ich habe da geholfen. Der war sehr lustig, der Verantwortliche, der hat gesagt, so, ich gehe mal wieder für eine Stunde weg. War natürlich mehrere Stunden weg, fand ich nicht dazu wild, ne? Ich war dann irgendwann 4, 5 Stunden da, aber ich kam mit dem Jugendlichen klar und er hat es ja auch gemerkt, sonst hätte er mich nicht so lange alleine gelassen und es hat Spaß gemacht. Ne? Und das war so ein Förderungsprogramm, da waren Jugendliche, die waren in diesem Programm. Die haben auch Hilfe bekommen, ne, bei Mathematik und so, oder bei Deutsch. Ne. Deutsche Sprache, schwere Sprache, die ist heute für mich. Heute, eine Polacke, und gib wenigstens zu, dass das so ist. Oh, 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 oh. Ne, und solche Förderungsprogramme gibt es. Diese Programme sind echt gut. Die werden natürlich nicht erwähnt. Die werden halt leider von vielen Leuten verschwiegen, dass es sowas gibt. Also es schadet eigentlich, ne, weil auch wiederum dieser Nutzen ist. Ne. Viele Leute nutzen das aus. Auch mit dem Zauberer, es sind immer böse Menschen. Mein Gott, so ist die Welt nun mal. Es gibt das Böse und das Gute. Yi und Sif, Ying und Yang, Tang und Mang, Kling und Bang und so weiter. Tom und Jerry. Und ja, das ist damit gemeint. Das war's auch schon. Verdammt, das war ein bisschen zu kurz. Komm, ich erzähle euch eine Geschichte.